Vorgestellt, die zweite von Hexa Games. Ja, wir hatten ja ein Spiel schon drinne und haben ja hier schon die erste Bahn gebaut und zwischendurch gab es Updates. Aber die Ökonomie ist leider noch nicht dazu gekommen, aber der Entwickler Bram hat mir nochmal geschrieben, dass er ganz gut zufrieden war mit dem, was ich hier gemacht habe. Ja, das ist doch schön. Das läuft alles. Jetzt würden wir mal gucken, was wir noch so tun können hier. Hier war noch ein Depot, ne? Ja, genau. Das hätten wir auch anschließen können. Ja. Leider, Ökonomie ist ja hier zu sehen. Kann man das irgendwie ändern? Ich glaube nicht. Ja, was machen wir dann als nächstes? Wir haben hier eine Stadt. Und was ist das hier? Ein Sägewerk. Wo kommt denn das Holz weg? Zu weit. Das mag ich jetzt nicht. Kohlemine, okay. Obwohl, da ist eine in der Nähe. Ja, das müsste man dahin bringen. Das ist der Smelter. Könnte man jetzt anschließen. Was haben wir hier noch? Coppermine, okay. Coppermine würde auch zum Smelter passen. Also würde es Sinn machen, da noch was fahren zu lassen, ne? Okay, die fahren so rum. Das bedeutet, die müssten jetzt ja. Ne, ich muss so da raus. Und ich glaube, das wäre schon ganz cool, das so zu machen. Aber das war einer zu viel. Ich muss so rum. Geradeaus und rechts rum, genau. Dann komme ich hinten wieder so raus. Und fahre geradeaus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Und kriege jetzt hier rechts die Kurve, dass ich da wieder durchkomme, ne? Genau. Und dann müsste ich jetzt ein Depot aufsuchen. Das ist da. Und New Train. Und add den Standort. Und add den Standort. Und lass ihn fahren. Kommt er da hin? Ja, ne? Ja, er muss zwar hier eine weite Strecke fahren, aber da kommt er hin. So, dann haben wir ja den hier diese Minen. Die könnten da auch hin, ne? Was haben wir denn hier noch? Na, mit einer Sawmill. Aber die Sägewerke sind mir alle zu weit weg mit den Rohstoffen, ne? Was ist hier? Dann über das große Wasser. Haben wir denn irgendwo noch einen Bereich? Was ist das? City? Okay. Hier hatten wir schon. Ist das hier? Wahrscheinlich eine Stadt. Hier. Warehouse, okay. Was haben wir hier unten? Noch ein Smelter. Hier haben wir ein Depot, ne? Was ist das? Space. Port. Wo kommt da was weg? Okay. Ja. Sawmill. Wo kam das jetzt weg? Da. Okay, wenn das von hier wegkommt. Warehouse. Achso, die liefern dann dahin. Was haben wir hier? Sawmill. Lumber gibt's aus dem Warehouse. Wo ist denn hier das Lumber? Da oben. Warehouse. Accept Lumber. Ja, da könnte man da hinfahren, ne? Jetzt haben wir hier noch Coppermine, Coppermine. Und da ist der Smelter, ne? Könnte man ja da reinfahren lassen, ne?
Und schon geht die Reise doch dahin, oder? Und dann müsste ich doch nur hier... So, raus. Rechts, geradeaus, rechts, oder? Dann haben wir doch auch schon wieder eingebaut, ne? Dann haben wir wieder Copper Mine. Und dann können wir hier einen Zug aufrufen. Depot 3, New Train. At Copper Mine. At Smelter. Und Depart. Sollte der doch auch in dem Kreis fahren, oder? Ist er schon losgefahren? Ich glaube ja, der ist hier unterwegs, ne? So. Jetzt fährt er da lang. Jetzt müsste er hier gleich kommen. Da ist er. Was dem natürlich fehlt, ist jetzt hier absolut die Kohle, ne? Jetzt müssen wir noch Kohle haben. Kohle ist hier, ne? Coal Mine, ja. Das bedeutet, dass wir jetzt hier nochmal los müssen. Können von hier aus ich bin ja mehr der auf festem Land fährt, ne? Und geradeaus, links, geradeaus, 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 zurück und jetzt macht das nicht mehr. Dann nochmal so, nach rechts, rechts, geradeaus, geradeaus. Ja, müssen wir so machen. Ne, den noch mal wieder zurück. So, so. Und da lang. Dort nicht lang. Da lang. Da lang, da lang. So. Passt, ne? Und dann machen wir noch einen Train. Und add den. Und add den. Und losfahren. Und jetzt müssen wir noch hier da lang. Und passt schon. Und new train add Smelter, nee, Copper Mine, nee, Coal Mine und dann Smelter und dann fahren wir da auch lang. So, und dann haben wir noch einen hier, der da lang fährt und da und geradeaus. Und dann können wir da noch einen Zug machen, New Train, add den und add den und starten. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob die das da auch abholen. Fährt da ja schon lang. Der lädt noch nix. Aber das ist beim ersten Mal, glaube ich, immer so, ne? So, da kommt noch einer. Und der fährt hier unten lang und der müsste ja laden, oder? Ja. So, da kommt der nächste, der müsste vielleicht auch... Ne, der fährt woanders lang, der ist also nicht richtig, der lädt aber da, oder? Hat er nicht gekriegt. Okay, der kommt jetzt hier lang? Ja. Der müsste jetzt hier oder da lang fahren und dann müsste der auch laden, oder? Hier. Lädt. Lädt. Wunderbar. Und er fährt da lang und könnte auch schon laden, oder? Muss er noch eine Runde extra fahren? Ne, der fährt noch eine Runde extra, der Elfer.
Okay, er lädt wieder. Kohle wird gebraucht. Und wird auch weggebracht dann. So, jetzt kommt er aber hier wieder hin, ne? Und dann wird auch geladen, das kennen wir ja schon. Nur der L war 167, okay. Ja, er bringt jetzt hier eine Ladung gleich weg. Würde ich hoffen. Ja. Gut, das läuft. Wie sieht's hier aus? Metall haben wir, Kupfer haben wir. Okay, wo geht das Metall hin? Haben wir das denn schon, liefern wir das denn schon ab irgendwo hin? Smelter, dahin. Wo kommen der lang gefahren? Das ist die Frage, ne? Ja, der muss ja hier lang fahren, ne? Ich habe die Vermutung, dass da zu wenig fahren. Der ist es, ne? Iron Train, Smelter, Coal Mine, Smelter, Warehouse. Ja, da müssen wir, glaube ich, einen neuen Zug machen, der von da einfach nur zum Warehouse fährt, was da ist, ne? Ja. Coal Mine, Smelter. Schau. Add. Smelter. Add. Warehouse. Hier. Und los geht die Reise. Ja, wir können noch mal gucken, wo wir hier die Dingens herkriegen, ne? Okay, das geht von hier. Das können wir auch direkt anschließen dann. Das bedeutet, wir gehen von hier los. Ja, dann links, geradeaus, geradeaus, rechts, geradeaus, links. Passt. Und dann gibt's ein New Train. Und add von da nach da. Nee, umgekehrt. Clear. Von da. Ne, add von da nach da. Warehouse. Add Sawmill. Retreat geht nicht. Ja, Lambert zur Sawmill und und wo kriegt er das her? Show Train 3. Was macht denn Train 3 jetzt? Oder 13? Aus. Hat er da jetzt was mit oder nicht? Da hat nichts mit, ne? Also die Säge haben wir ja schon, ne? Produces Lumber. And Clear. Add. Sawmill. Add. Warehouse. Und jetzt müsste das richtig sein, eigentlich. Connections eine. So. Ja, jetzt hat er auch geladen. Und nimmt das wohl mit. Und bringt das dahin. So, was macht er jetzt hier mit dem Lumber? Ja, produce goods. Und die Goods werden ja hoffentlich schon weggebracht, ne? Wo gehen die denn hin? Da oben in die Stadt. Ja, da haben wir ja auch einen Zug, der dann dahin fährt, ne? Wo ist noch eine Stadt? Hier könnte man auch hinfahren, ne?
fährt man auch hin. Kann man also New Train at Warehouse at diese Station und los geht's. Depart. Ja, läuft doch, oder? Was ist das hier? University. Upset Moon Crystal. Wo sind denn die? Aha, die kommen von da. Und die kommen wiederum von hier dann wahrscheinlich, ne? Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir das anschließen. Was ist das hier? Depot, okay. Warehouse City, depart. So, dann machen wir hier mal weiter auf dieser schicken Basis. Und zwar machen wir so, machen wir so, so, so. 1, 2, 3, 4. Und so. Angeschlossen, ne? Und wie rum fahren die denn hier? Ich glaube so rum, ne? Dann würde ich sagen, fahren wir hier raus. Darüber. Da lang. Puh, machen wir zurück, ein weiter. Passt, oder? Okay, dann University, wo war die jetzt? Da müssen wir mal das gerade auswählen, dann kriegen wir das ja. Wo war die University? Da unten ist sie. Okay, die fahren da lang. Das bedeutet, wir müssen hier geradeaus. Und dann eine Linkskurve und geradeaus angeschlossen. Und das war jetzt Accept Moon Crystal. Das bedeutet, New Train at den und at den und depart. So. Ships out food. Okay. Das ist ja schon angeschlossen dann auch, ne? Bakery. Das würde ja bedeuten, New Train. Geht das noch? Depart. Wo ist denn der? Train 15 ist jetzt hier gelandet, oder was? Und kann da nicht weg. Ja, das bedeutet, wir machen mal hier. Rechtskurve.
läuft. Und hier kommen wir von da aus, ne? Stopp, das war falsch. Ich habe wieder mal so eine doppelte Taste gedrückt. So, passt's. Space. Train 15. Ja, ich weiß nicht, wann der da ankommt dann. Aber irgendwie wird er da ankommen, oder? Set. University. Ja, jetzt muss man nur noch loslegen, ne? Hier, da müsste mal was hin. New Train, 16. Add. Die Bakery. Wo war die jetzt? Die. Und Add. Spaceport. Und Depart. Der fährt jetzt von da los, ne? Show. Warum fährt denn der jetzt nicht? Keiner weiß genau was, ne? Bakery, Spaceport. Die brauchten noch da was, ne? Mit Essen. Ship out food. Und es ist falsch rum. Ne, ship out food zum Mond, oder? So, die Bakery nochmal. Geht doch nicht, oder? Produces food. Das ist falsch hier. Spaceport. Bakery. Ist schon der Spaceport richtig da. Und hier muss es die Bakery sein. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der Zug ist. Train 16. Da ist er, oder? Clear. Kann ich denn auch loswerden hier? Delete, wo ist Delete für den Zug? Add, click on station. Smelter. Super Warehouse. Das geht dahin. Und fahr das mal gerade dahin erstmal. Aber der fährt nicht mehr. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum der nicht fährt. Aber weil der da auch steht. Hier stehen sie auch, der steht auch. Okay. Und da drinnen ist wahrscheinlich auch noch einer.
Okay. Train 14, depart. Warehouse City. Der kriegt keine Waren. Set. Bakery. Set. Raketenbasis hier. Und depart. Ja, der fährt jetzt nicht, ne? Die stehen da im Stau. Und ich muss Zug 14 loswerden. Bakery ist klar. Gibt's wahrscheinlich keine Trasse hin, ne? Es gibt so einen Weg hier rüber. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier was bauen. Und schon fährt er. Alles klar, dann war da kein Weg hin. Das war unser Problem. Und jetzt findet er den Weg dahin. Aber er findet ihn wahrscheinlich nicht zurück, oder? Zurück könnte jetzt ein Problem sein. Dann machen wir das mal hier. Links, rechts, geradeaus. So, jetzt muss er auch zurückkommen dann. Schauen wir mal. Bakery Spaceport. Da ist er. Kriegt aber leider noch nichts. Für ihn ist noch keine Ware produziert. Das ist jetzt nicht so schön. Train 14 kann aber woanders lang fahren. Okay, dann war diese Strecke über, oder wie sehe ich das? Nee, war schon richtig, haben wir da lang gebaut. Okay. Fährt jetzt irgendwo hier lang. Wie war das mit Tab? Geht schneller. Da kriegt er ja jetzt nichts. Und fährt schneller. Wo ist der 14er? Da kommt er. Train 14. Fährt da lang, dort lang. Und kommt jetzt hier an und kriegt jetzt hier was. Wo ist ein Train 14 jetzt? Ah, da. So, jetzt kommt er hier an und kriegt hoffentlich hier auch Grain. So, dann fliegen wir da mal rüber oder fahren wir da mal rüber und gucken, wenn er hier ist. Da kommt er und bringt das dahin. Und dann geht die Rakete ab. Ja, das ist doch mal cool, oder? Und der fliegt jetzt zum Mond. So, und wo kommt er hier an? Hier, ne? Ja. Ja, super cool, oder? Accept Food. Das bedeutet dann, wir müssen von hier aus
weiterbauen. Links, 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 rechts, geradeaus. Passt. Aber wir haben hier keinen Bahnhof. Der ist hier unten. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier da lang. Ich fahre da mal einfach durch. Nee, das war falsch. Passt. Und jetzt müssen wir da ein Depot haben, neuen Zug. Add das und depart. Moon Lab, accepts food, accepts Moon Rock. Produce Moon Crystal. Jetzt müssen wir noch Moon Rock da einbringen. Query. Mach das. Und wer war das hier? Auch Query. Ja, passt doch, oder? Hier geradeaus fahren. Oder so. Nee, das war falsch. Können da ja schon links fahren. Falsch, geradeaus, geradeaus, links, links, passt. Und neuer Zug von add query add dieses und depart. So, das müsste ja jetzt schon dann funktionieren, oder? Oh, ein Fehler. Jetzt bricht das Spiel wahrscheinlich ab. Ja, dann wird das wahrscheinlich aussteigen. Und wenn das aussteigt, dann ist es zu Ende. Aber wir haben ja eine ganze Weile gespielt, haben wieder einen Einblick gehabt. Wir haben eine Rakete starten sehen, was ja richtig cool war. Und ja, es ist wohl ein Fenster aufgegangen, was ihr gar nicht sehen könnt. In der Videoaufnahme gehe ich von aus. Wenn ich da gleich OK klicke, wird das Spiel aber abbrechen. Das heißt, wir sind wohl durch mit der Folge. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ich weiß nicht, ob wir hier noch einen Teil von machen oder was anderes. Müssen wir mal gucken. Und ja, würde ich sagen, macht ein Abo, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Macht einen Daumen hoch, dann hat euch die Folge wohl gefallen. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr eine Info, wenn das nächste Video hochkommt. Schreibt fleißig Kommentare, weil da hätte ich ja gern noch mal ein paar mehr. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.